Oh, wir sind überall gewesen. Habe ich gerade so als Achievement bekommen. Wo ich bin, everywhere. So, eine kaputte Hälfte. Guck mal kurz rein. Jo. Also die Zerstörung ist unvorstellbar, sagte. Ich nehme einfach mal alles mit. Eventuell können wir auch mit denen handeln da, ne? Die Sachen, die wir hier nicht so brauchen. Kühlschrank. Ist natürlich verschlossen. Können wir nicht öffnen. Da oben ist ein, was zum Angucken. Komme ich da irgendwie hin? Hier so, düdüd. Nur Schmutz. Hallöchen. Ja, hier, da möchte er handeln. Kann auch einfach die Leute von oben abschießen. Ja, ich möchte nur handeln. Ich möchte nur handeln. Ich möchte nur handeln mit euch. Ich möchte doch nur handeln. Ich möchte doch nur handeln. Möglicher Handel. Sind die irgendwie doof? Muss ich mich hier durchgraben oder was? Hab auch keine Schaufel mitgenommen. Wollt doch nur handeln. Ey, sind die behindert oder was? Jetzt will er mich ficken. Ich werde die finden. Na super. Da willst du mit den Leuten handeln, weil sie das da anbieten? Und dann wollen sie dich angreifen plötzlich. Na, ich guck nochmal hier oben. Aber hierher kommen sie ja eh nicht. Oh. Ein bisschen windig heute. Der Typ ist gut. Ja, dann war es das hier so. Nichts mit Handeln. Wir wollen Dummy Demi machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Nochmal kurz. Hanna, Thomas und ich sind Onkel Radu eingezogen. Oder bei Onkel Radu eingezogen. Wir haben Mama im Garten begraben. Papa, pass auf dich auf, Petra. Okay. Haben ziemlich beschissene Ausbeute. Wir wollten handeln. Hier, mal gucken. Hier wird nichts Gutes sein, ne? Nichts. Natürlich nicht. Ups. Oben kann ich gleich nochmal auch kurz gucken. Also, Waffenteile haben wir hier. Wo war nochmal der Teil, wo die Leute mit... Also ich meine, es gab irgendwo ein Gebiet, wo man mit den Leuten handeln konnte. Da waren ganz viele Händler. Muss ich nochmal gucken. Oh ja, Bretter. Gut. Und zum Schluss das dann noch. Und dann hauen wir ab. Hauptsache, die schießen nicht jetzt hier auf mich. Bieten das da unten an zum Handeln und... Naja, meinetwegen, dann eben nicht. Dann handeln wir nicht. Müssen wir den nächsten Tag gucken. Hauptsache, wir kommen wieder nach Hause. Die waren ja da zu zweit. Ich weiß auch nicht, wie man da zu den Leuten hinkommen soll zum Handeln, ohne dass sie dich gleich erschießen wollen. So, oh, und es hat aufgehört zu schneien. Jawohl. Viele nette Dinge mitgebracht. Wir wurden ausgeplündert. Anton wurde leicht verletzt. 13 Grad. Sehr müde. Dann leg dich mal bitte hin. Du bist auch nicht mehr verletzt. Dafür ist er hier leicht verletzt. Und wir haben kein Zeug. Na gut.
Ich weiß nicht, was wir an diesem Tag sonst noch machen könnten, außer abwarten, dass eventuell noch einer kommt zum Handeln. Dann würde ich gerne, ja, Waffen verhandeln. Ich gucke gleich nochmal auf der Karte, ob man irgendwo handeln kann. Und ich gucke hier im Hintergrund mal, ob hier irgendwas von Trading steht. Weapons, Loot. Es ist ja noch was auf Englisch. Ah ja, okay. When taking picture, no animals have not been affected, but in conflict. Setting up the ladder. The ladder will... The trader will enter the center of the tower. Ach, hier ist auch noch eine Erklärung, wie man die sozusagen nur mit einem Messer umbringen kann, alle in Militär Outpost. Was natürlich krass ist. Schon sehr, sehr krass. Okay. Da hat er Arika für genommen, der Typ. Also nur mit einem Messer. Halt immer irgendwo versteckt. Und dann später mit einem anderen Typen alles komplett leer geräumt. Das ist jede Menge Zeug. Also sind natürlich ein paar Tipps so. Ich würde halt gerne wissen, ob ich hier irgendwo mit irgendjemandem handeln kann. Handeln. Das würde mich natürlich interessieren. Character States Effect. Best way to play. Na, denn. Ich sehe hier leider nur nichts. How to get auto rifle and hood. Characters were. Nö, leider. Nicht so. Steht halt, wo man noch Loot kriegt und so weiter. Schade. Hätte halt gehofft, dass wir vielleicht irgendwo handeln könnten. Wenn mir hier Tipps gibt. Double click, right click to run. Press escape to skip walking into house intro. Ach so. Food types. Canned raw vegetable. Trading. Ah, guck mal, hier auch Trading. Franco rarely trades fuel in the winter. Try to work your trades to get the most out of it possible. Never sell electronic parts. For components wood. You should always be trading for components wood if you can. You don't ever need more than 3 bandages or mats. Ja. Wir haben 5 mats. Die könnte man natürlich gut tauschen dann, ne? Also richtige Medikamente sogar. Wir beenden den Tag. Und ich schaue jetzt mal, ob man irgendwo hier handeln kann. Wir möchten handeln. Stadtkrankenhaus. Vorsicht ist geboten. Möglicher Handel im Reisebüro. Steht da? Journalisten. Kürzlich ist dort jemand eingezogen und hat verlauten lassen, dass er offen für Tauschhandel ist. Gut, das machen wir. Wir gehen also jetzt hier hin. Nehmen. Ihn hier. Die anderen schlafen. Vorbereiten. Wir handeln. Darf mit. Und 2x Medikamente hier. So. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Gucken wir, was wir dann noch brauchen könnten. Wir haben Medikamente ein bisschen. Wir brauchen eventuell Bandagen. 1-2 Stück oder so. Am besten fertiges Essen oder sowas. Und dann gucken wir. Vielleicht auch sowas wie Holz und so ein Kram. Okay, jetzt bin ich von... Ach, hier ist das Hotel. Okay. Solche Sachen kann man auch alle gut vertauschen. Jetzt hat er verkünden lassen, dass er handeln will.
Er ist im ersten Stock, der Tauschhändler, okay. Gut. Im ersten Stock, ja. Scheint auch nichts dazu gegen zu haben, dass ich hier Sachen mitnehme. Hier sind Sachen, die nicht als privates Eigentum markiert sind. Gut. Das Hotel ist schon mal nicht schlecht. Sehr viel Zeug hier, was man auch gleich vertauschen kann. Weil wir es einfach nicht brauchen. Wir brauchen nicht unbedingt Munition. Nicht unbedingt. Könnte man gebrauchen. Und Essen. Okay. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier so gutes Zeug finden. Das ist hier einfach der Ausgang. Ja. Hier im ersten Stock ist der Händler. Kann nicht schlafen. Das ist doch mal eine friedliche Gegend hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier ist noch Kaffee. Ja. So. Ich mach hier auf, vorsichtig. Lässt sich nicht öffnen. Ich werde etwas Luft schnappen gehen. Zweiter Stock. Wie ist es hier? Wir gucken hier auch rein. Das ist alles Privateigentum. Darf ich nicht anfassen. Es ist ruhig. Hier ist alles Zeug, was die nicht als privat markiert haben. Können wir also alles mitnehmen. Hier ist ein Klo. Medikamente vielleicht hier irgendwo. Okay. Hier ist alles gut. Und da sind Gitterstäbe. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Kein Platz mehr dafür. Und dann gehen wir gleich in den ersten Stock runter. Also runter in den ersten Stock. Auch Zeug, was wir vertauschen können und wahrscheinlich auch werden. So. Hier bitte hin. Ja, okay. Gut. Hallöchen. Such jemand zum Händeln. Das ist Privateigentum. Erster Stock. Ja, ich habe ein bisschen was zu tauschen. Sehr schön. So. Bandage. Nehmen wir gerne mit. Feuerholz könnten wir auch ein bisschen gebrauchen. Wie viel können wir damit stapeln? 4. Aha. Gut. Also, wir könnten anbieten. Soll ein Scherz sein. Das ist nicht genug. Nichts Besonderes. Darauf könnten wir uns einigen. Bitte. Mit den... Das ist nicht genug. Okay. Ich wollte ja gerne eine Waffe handeln. Aber das ist echt... Für eine Bandage auch, ey. Das reicht nicht. Das ist großzügig von Ihnen. Gut, wir können uns einigen für die beiden Sachen. Kriege ich noch irgendwas dazu? Es kostet so gut wie gar nichts, aha. Okay. Aha, aha. Also es ist schon mal gar nicht schlecht.
Oder aber, wir gucken mal, was wir hier für... Ach, guck mal, na, das ist doch schon nicht schlecht. Dann machen wir einen weg. Zack. Haben wir das schon mal. Das ist hier schon... Zigarette. So, mal gucken, was er jetzt dazu sagt. Das nehmen wir mit. Feuerholz eventuell. Ja. Okay, vielleicht kann ich dann das hier rausnehmen, ja. Das nicht. Aha. Versuchen das auszutarieren. Wenn nicht zu viel. Darauf könnten wir uns einigen. Mhm. Gut, handeln wir das mal. So viel kann ich nicht tragen. Dann nehme ich mal das weg. Sehr großzügig von Ihnen. Das kann ich auch nicht tragen. Muss also Kleinkram loswerden. Aha. Wie ist das denn jetzt? Reicht nicht. Aber wir können auch einen davon mitnehmen. Kann ich nicht tragen. Das kann ich nicht tragen. Alter! Ja, irgendwas muss ich ihm halt schenken. So viel kann ich nicht tragen. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, okay. Dann machen wir das so. Gut. Dann reicht das auch. Will nichts klauen hier. Raus zum Ausgang. Tschüss. Ist jetzt nicht optimal gewesen, finde ich, aber ja. Gut, da sind wir jetzt schon bei 2 Stunden in der Aufnahme. Ich werde es ein bisschen einteilen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge.